Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. Schön, dass ihr einen Weg gefunden habt. Wir machen hier noch ein bisschen weiter mit unserem Getreide der Liebe. Wir setzen hier nochmal ein paar Fahrzeuge um. Ich will das immer so über 300.000 halten, unsere Erneuerungskosten. Das heißt, ich werde hier nur so ganz spontan immer mal wieder ein, zwei Fahrzeuge machen. Und dann lasse ich es wieder gut sein, weil ich einfach, obwohl wir können da momentan richtig viel auch machen. 7.000 pro Fahrzeug. Ja gut, wir geben die alten ja auch her. Können wir noch eins machen, dann sollte das gut sein. Jetzt ist aber deutlich zu gut. Ja, soll ja auch was bringen. Ne? Soll ja auch was bringen. Wie gesagt, es werden jetzt hier Fahrzeuge aneinander herfahren. Und ihr seht schon, das brauchen wir, weil hier teilweise die Helme-Jungs, die stehen hier tatsächlich, die Brettstelle-Jungs, die stehen hier tatsächlich momentan mit nix da. Das ist eine schlechte Sache. So, kann ich jetzt diese Bootgeschichte hier... Die steigert sich. Komm, pass auf, wir machen folgendes. Fahrzeugersatz. 408.000. Wir müssen noch ein bisschen Einzelersatz machen, bevor wir den Fahrzeugersatz generell machen können. Ich aktualisiere mal weiter. Das läuft ja auch uns nicht davon letzten Endes. Und je mehr Fahrzeuge hier ausgegliedert werden oder beziehungsweise umgewandelt werden, desto besser kommen wir natürlich letzten Endes auch zurecht. Das erzeugt hier natürlich, irgendwann sollten wir jetzt hier auch weit über 60.000 produzieren. Das heißt, wir sollten hier, wenn ich jetzt die Finanzen angucke, sollte das rasant steigen, weil wir einfach insgesamt mehr Zeug mitnehmen können. Wir können hier diese Rate deutlich erhöhen. So, wir haben natürlich jetzt auch ordentlich Geld ausgegeben, das ist klar. Je mehr Geld wir ausgeben, desto schwieriger ist es natürlich für uns auch. So, der Landauer ist rausgekommen. Das ist eine ganz interessante Geschichte hierfür. Jetzt pass auf, was bringt uns hier der Landauer? Passagiere. Der Landauer bringt 5 Passagiere mit 20 km/h. Das ist nicht viel besser. Okay, dann lassen wir es bleiben. Die Idee war da. Ja, Getreidebrot. Es liegt auch mal hier im Brot rum. Und die nehmen leider nichts mehr mit. Das ist schlecht. Das heißt, diese Linie wird natürlich jetzt auch ein bisschen Minus machen. Aber die haben auch die ganze Zeit jetzt Plus gemacht. Das ist gut. Gut. Da kommt es auf. Letzten Endes kommt es hier auf das Brot an. Ne? Also das Brot ist ja das Entscheidende. Und jetzt haben wir hier natürlich leider noch nichts liegen. Da nimmt er jetzt ein Brot mit. Das ist besser als gar nichts, ne? Das ist besser als nichts, aber es ist noch nicht geil. Wir brauchen auf der Getreidelinie einfach noch mehr Lust. Noch mehr Lust, ja, und Luft da vor allen Dingen. Langsamer Ersatz ist ja meistens auch ein bisschen schonend. Da sind so viele Fahrzeuge hier drauf, das ist Wahnsinn. Wenn die jetzt alle erneuert wären, dann wäre das natürlich auch wahnsinnig geil vom Umbau her. Ne? Ich meine, hier fahren ja viele Fahrzeuge aneinander her. Das ist nicht. Das ist zwar cool, weil ja trotzdem letzten Endes da da wird trotzdem ja wahnsinnig viele Güter transportiert. Gucken wir mal die Diagramme. Hier steigern wir auf jeden Fall die Leistung. Den Output sozusagen. Die Fabrik kann uneingeschränkt bis 2000 auf Stufe 1 produzieren. Das macht er im Production Increase Mod. Und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, grundsätzlich sollten wir das hier weiter ausbauen. Und zwar wirklich konsequent. Hier sollten wir gar nicht sparen am besten, sondern wirklich Geld raushauen. Da habe ich noch einen gesehen, der hängt hier noch rum. Ja, da sollte man wirklich das Geld unter die Leute bringen, weil das hilft uns jetzt in jeglicher Hinsicht. Wir produzieren jetzt deutlich mehr als vorher. Und damit kommen wir hinten raus natürlich erstmal auch an Geld. Zwar nicht jetzt im Direkten, sondern das dauert, es zieht sich jetzt ein bisschen, weil wir auch sehr viele Weiterleitungen drin haben schon wieder.
Und mit der Weiterleitungsgeschichte dauert das natürlich ein bisschen. Aber wenn ich mir jetzt diese Finanzkurven anschaue, der sollte jetzt natürlich mehr kosten. Auch klar, die Fahrzeuge kosten auch mehr. Aber die Verdopplung der Kosten haben wir ja trotzdem nicht. Und wir verdoppeln aber die Einnahmen, weil wir doppelt so viel transportieren können. Das ist der Trick an der Sache. Und hier immer mal wieder ein bisschen was zu machen, ist ja nicht schlecht. Wir sehen hier immer mehr von den Fahrzeugen rumfahren. Und damit erzeugen wir natürlich ja hier hinten. Das dauert natürlich, wie gesagt, alles seine Zeit, bis die hinten ankommen, ne? Ganz klar. Ne, die Brotlinie hier kriegt jetzt auch wieder mehr, als er eigentlich immer hatte. Also hier wird jetzt auch mal ein bisschen was auf Halde geladen. Zwei könnten sie zwar mitnehmen, da werden jetzt aber vier. Das heißt, zwei Fahrzeuge stehen quasi schon bereit zum Beladen. Wenn man das so möchte, kommt einer. Ne, und das wird aber jetzt immer mehr. Der Trick ist der, dass die Fahrzeuge natürlich auch wieder was zurück mit nach Hause nehmen. Ja. Die hier irgendwann volllaufen, bringen die das Zeug natürlich auch zurück. Ab und zu nehmen sie es ja über die Getreidebrot auch mit. Wie schaut es denn da hinten eigentlich aus in Todtnau? Ja, die haben auch da tatsächlich, also die nehmen schon mit. Ich glaube, das ist einfach nur ein Annahmeproblem. Also die müssten jetzt einfach, die fragen hier auch sehr viel an, ne? Die kriegen den momentanen Bedarf einfach nicht gedeckelt. Deswegen machen wir das ja auch. Wenn wir das nämlich hier alles nach und nach steigern, dann haben wir das Problem bald nicht mehr. So. Ist ja jetzt auch quasi nur kurzfristig. Momentan haben wir den Effekt zum Beispiel, das ist auch sehr interessant, auf der Linie haben wir 60.000 hatten wir. Vorher haben wir nachher. Ne? Ihr merkt, wie lange diese Linie jetzt eigentlich erst läuft. Ne, die macht jetzt 60.000 nach wie vor. Plus die Einnahmen, die Ausgaben steigen, weil die Fahrzeuge natürlich was kosten. Noch nicht so viel aber bringen, dass es sich merklich verändert. Ja, die müssen jetzt erstmal ein bisschen hin und her fahren, damit das sich auch amortisieren kann. 63. Also wir verändern uns langsam auch dahin, wo ich hin will. Jetzt 65, ne? Ihr seht schon. Ihr seht, wo die Reise letzten Endes hingeht. Ich denke mal, wir kommen hier bei 150 locker an. Das heißt, wir kommen hier so nahe der 100.000 plus. Das wäre natürlich fast so lukrativ wie unser Zug. Ja, muss man sagen. An der Stelle. Und deswegen bin ich so eisern dabei, hier stückweise unsere Fahrzeuge zu ersetzen. Denn diese Linie mal gerade von der Leistung her zu verdoppeln, bringt halt auch deutlich mehr. Das merkst du halt aber dummerweise erst, wenn die zweimal hin und her gefahren sind, weil sich dann die Fabriken drauf einstellen, auf diese neuen Leistungsumfang. Und das ist der Trick an der Sache. Gerade am Anfang, egal ob ihr einen Production Increase Mod drauf habt, ob ihr einen Real Capacity Mod drauf habt und so weiter. Das ist gar nicht so wichtig. Ja, das geht auch im Vanilla-Modus total gut so. Das kann man machen, wenn man das möchte. Ich persönlich mag das gerne, am Anfang so ein bisschen rumzukrebsen und zu überlegen und knobeln, wie es hinhauen könnte. Deswegen haue ich ja mehr. No. Der kann aber, glaube ich, genau dasselbe. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Schauen wir mal schnell. Ja. Nimmt auch 2-2 mit. Der ja auch, ne? 2. 2, ja. Ist egal. Kosten die mehr? Der hat aber mehr Leistung, ne? Der DMG. Alles klar, wir rüsten alles jetzt um auf den DMG. Der hat gleiche Leistung. Sofort ersetzen. Du bezahlt bist. Ja. Wir rüsten alle auf den um. So, dann haben wir das Problem jetzt endlich gelöst. Weil der ist nämlich arschdeutlich, deutlich sportlicher unterwegs. Nicht schneller, deutlich sportlicher. Das ist ganz geil so. Und dann haben wir das Problem jetzt hier endlich gelöst, dass alle älter sind oder sowas. Das ist jetzt wirklich gar nicht mehr das Problem. So, jetzt gucken wir mal. Wir erhöhen hier die Kapazität einfach unfassbar gut gerade. Und ihr seht schon, dann kriegen wir nämlich auch dieses Problem dann mit dem Stau, weil sie sich hinterherfahren endlich auch mal in den Griff. So, Finanzen. Uiuiui, die 150 könnte man locker knacken.
Ne? Weil hier, die fahren sich ja auch wirklich alle hinterher. Und das will ich nicht. Das erzeugt hier Spitzen, die wir nicht haben können. Ne? Hier, die Heringenhelme zum Beispiel, gleiches Spiel auch hier. Hier könnte man natürlich deutlich mehr mitnehmen. Gucken wir mal, was das macht. Wie gesagt, es dauert natürlich ungefähr jetzt, ich würde sagen, bis Ende der Folge, bis wir da überhaupt sehen, ob das ein Effekt, also bis wir sehen, dass das hier merklich hochgeht. Wir haben jetzt so lange an der Linie rumgeschraubt. Jetzt momentan kommen so langsam die Phasen, wo es Sinn macht. Weil wir auch schon vorher doppelte Fahrzeuge drauf hatten, die ändern sich ja dadurch nicht so wirklich viel. Schaut euch das mal an. Kosten natürlich mehr, ne? Jetzt müssen sie sich natürlich noch einfahren. Und der Trick ist der natürlich, es muss so viel hier liegen, dass auch die Getreidebrot endlich mal was abbekommen. Dann nehmen die nämlich auch das Zeug zurück und dann verdienen die richtig Schotter. Weil dann bringen die das daher und dann verdienen die wieder dran mit. Die ja momentan auch ein bisschen under pressure sind. Die kriegen jetzt auch ein DMG drauf. Ja, mach mal die Aktualisierung rein. Was kostet uns das? 164.000 bin ich nicht bereit zu bezahlen. Gibt es andere Baustellen, die wichtiger wären? Ich hab schon gedacht, ich mach's, ne? Ich kenn euch doch. So, und jetzt gucken wir uns diese Fabrik an. Die müsste jetzt demnächst völlig eskalieren. Hier fahren im Übrigen auch Fahrzeuge anderen Fahrzeugen nach. Auch das müsste man natürlich langsam aber sicher rausmitteln. Vor allem allerdings die Brot-Heringen-Helme. Die dürfen nicht so dermaßen dahin vegetieren, wollte ich schon fast sagen. So, das zahle ich jetzt auch mal aus der Portokasse. Auch mal mit einer anderen Farbe kann man das durchaus mal machen. Ja, dann nehmen die nämlich den ganzen Schmodder mit. Und die kriegen ja dadurch natürlich auch erstmal einen Boost. Das ist wichtig. Und vor allem, wir erzeugen damit keine Bauchschmerzen, wollte ich schon sagen, keine Baustellen. Weil die sich hier nämlich auch ein bisschen ausgleichen müssen. Wir dürfen nämlich hier genau das nicht tun. So. Aber das passiert ja jetzt auch gleich nicht mehr. So. Und die hier könnten wir auch nochmal auf das neue Modell aufrüsten. 5.000, jo, mach mal, dann sind die auch alle gleich. Dann haben wir hier nur gleiche Fahrzeuge. Passt mir perfekt. So. Hier liegen jetzt 9 Brötchen rum. Na dann. 65.000 können wir uns noch nicht leisten. Machen wir aber noch. What? Okay, wir haben das Ding tatsächlich verdoppelt. Krass, oder? Sonst was hier. Das ist so krank einfach gerade. Jo, das ist wie ein Passagierzug gerade. Vom Geld her. Wahrscheinlich sogar mehr, oder? Ne, nicht ganz. Nicht ganz, aber kommt nah ran. Wenn der jetzt richtig ausspielt, dann könnte er. Und ihr seht schon, in welchem Umfang wir gerade Geld ausgeben. Das holen wir uns ja permanent gerade wieder rein. Ja. Ich habe jetzt mehrfach 165.000 in die Hand genommen, um Fahrzeuglinien hier zu upgraden. Die funktionieren. Das funktioniert. Und hier ist immer nicht alles abgegradet, ne? Also das muss man auch sehen, wie lang die fahren. Krass, oder? Jetzt läuft es halt richtig hardcore hier. Kommen alle gerade gleichzeitig an. Das ist auch cool. Gefällt mir. So, jetzt können wir das nämlich einfach dieses Spiel mal laufen lassen. So, die werden alle in Orange sein. Da kommt wieder einer. Der kann natürlich aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, diese Linie wird natürlich jetzt auch interessant werden. Und das will ich euch mal hier einfach demonstrieren. Wie sie eine Linie, wenn man die halt dann eben ein bisschen angefüttert hat, die ist im Plus gelaufen, ganz solide, ganz gut.
Da ist nichts Schlimmes gewesen. Ne? Die ist wirklich, wirklich ganz grundsolide gelaufen hier runterwärts. Aber diese Stadt will ja auch. Ne? Die braucht ja auch. Die hat noch nicht voll. Aber die könnte. Jetzt gucken wir mal, was mit diesem Ding passiert. Das dauert natürlich eine ganze Weile, bis der genug hat, ne? Jetzt warten wir einfach. Wie gesagt, hier müssen die ersten richtigen Fahrzeuge ankommen. Das sind ja jetzt alles noch nicht die neuen. Die neuen haben wir hier schon zum Teil gesehen, aber hier kommen immer noch Pferdefuhrwerke an. So lange ist diese Linie. Hier kommt der erste an, der erneuert wurde. Das heißt, es dauert jetzt eine Sekunde, bis das reagiert drauf. Und dann gucken wir mal, wo diese Linie ankommt. Die hat ja immer denselben Spin gemacht. Da kam mal wieder ein bisschen was, dann kam mal wieder nichts. Und jetzt kommt da richtig viel gerade. Und die Fahrzeuge sind immer noch am Erneuern. Die sind immer noch nicht fertig, die sind immer noch unterwegs. Oh, jetzt habe ich es abgeklickt. Das wollte ich gar nicht. So, jetzt macht sie gerade Minus, klar. Und hier wird fleißig genommen. Mich würde ja auch parallel noch interessieren, wie die Getreide... Alter. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Jetzt muss das Zeug natürlich nur weg, ne? Das Ziel ist natürlich jetzt, dass hier nichts staut. Weil wenn du einen Stau hier hast, bricht uns die andere Linie auch vom Preis her wieder ein bisschen ein. Das darf nicht passieren. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass das ausgeglichen läuft. Das können wir jetzt ganz easy schauen. Wir sehen ja dieses Ding hier. Das höchste, was die gemacht haben, waren 8,3. Und jetzt sind wir hier schon bei 9,18. Jo, also wir haben jetzt im Verhältnis zum letzten Jahr schon am meisten abgegeben hier. Das ist natürlich ordentlich. Das ist ordentlich. Sind aber auch hier bei 63%, 65% Auslastung. Das könnte schwierig werden. Da habe ich ein bisschen drauf geschielt vorhin schon. Das könnte uns später mal ein bisschen Probleme geben. Aber guckt mal, was die sich hier holen. Die sind richtig unterwegs, die Jungs. Und hier ist auch gerade auf dem Highway ordentlich was los. Jo, jetzt sind wir hier auf Spitzenleistung. So viel haben wir vor ein paar Jahren, vor 20 Jahren schon mal gemacht, als die Linie eröffnet wurde. Natürlich, die Kosten steigen auch, ganz klar. Aber wenn ich jetzt mal gucke, was jetzt passiert, das ist genau das, was mit der anderen Linie auch war. Am Anfang ist die Kosten mitgestiegen, aber die Einnahmen noch nicht. Und die kommen jetzt. Und jetzt produzieren wir bereits mehr, als wir bisher an Einnahmen hatten. Deutlich mehr. Die Linie funktioniert jetzt. Die läuft. Und die rumpelt jetzt auch richtig gut, ne? Das soll sie auch. Das ist das Ziel. So. Und weil das das Ziel ist und weil das auch gut läuft, können wir jetzt mal überlegen, wo hängt es zum Beispiel gerade. Hier, Bredstedt. Sehe ich definitiv 2, 3 Fahrzeuge, die noch fehlen. Gut. Bredstedt. Kaufen wir uns jetzt mal ein paar. So vielleicht. Ich kaufe mal 4 Stück drauf. Das habe ich 2-mal geklickt, glaube ich. Jo. So. Einfach damit da nochmal ein bisschen mehr Luft reinkommt. Weil das ist zu viel, was hier liegt. Und die kriegen das auch gerade gar nicht weg nach Bredstedt. Und Bredstedt ist ja tatsächlich unser großes Ziel gewesen, dass wir das hier mal ordentlich aufbohren. Die Stadt wächst ja auch wie blöde. Also ein bisschen zumindest. So. Und wenn wir das nämlich jetzt, das bleibt relativ konstant, das soll es auch. Denn jetzt kommt der nächste Plan. Jetzt läuft das hier alles so, wie es... Alter. Jetzt läuft das hier so, wie es soll. Ja. Das heißt, wir produzieren hier ein bisschen Plus, das ist okay. Es wird aber nicht zu viel, sondern es wird auch immer gleichbleibend abgeholt. Da kommen jetzt dann auch die Jungs und die räumen ja erstmal auf. Genau. Zumindest ein bisschen. So. Genau. Hier wird schön aufgelagert. Passt perfekt. Und die Jungs fahren natürlich jetzt auch weiter. Jetzt kommen von der Seite neue Jungs. Da müsste man mal überlegen, ob wir hier wirklich irgendwann aufrüsten, weil dass die hier hochfahren und immer nur einzeln stehen bleiben, das gefällt mir auch tatsächlich nicht so wirklich. Aber gut, auch das findet natürlich seinen Weg. Das Leben findet immer einen Weg. So.
Die neue Linie, die wird jetzt dann demnächst eingeweiht. Brauchen wir ungefähr jetzt nochmal 1 Million. Aber ihr seht schon, wie schnell jetzt eine halbe ging. Also das ging jetzt wirklich ratzfatz. Wir haben den kritischen Punkt im Spiel eigentlich jetzt erreicht. Zumindest den ersten. Der erste kritische Punkt bedeutet im Prinzip nichts anderes, als alles so erstmal einzurichten, ab Gründungen, ja, dass man, ich sag jetzt mal, ein schnelles und solides Plus erzeugt. Das tun wir. Wir haben natürlich jetzt viele Ausgaben gehabt, ja, aber jetzt erzeugen wir hier ein durchaus solides Plus von, ja, fast 500.000. Das ist ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Aber das kriegen wir auch nicht geschenkt, meine Lieben. Das kriegen wir nicht geschenkt, das müssen wir uns hart kämpfen, dass das auch weiterhin läuft. Wir gucken jetzt mal kurz die Linie an. Finanzen! Sehr geil. Haben wir ordentlich hochgepusht. Auch da verdienen wir jetzt natürlich da kräftig dran. Jetzt kommt die Klondike. Die Klondike ist ein Schiff, das sehr interessant ist, weil wir könnten beispielsweise uns einfach hier einen Hafen hinbauen, hier einen Hafen hinbauen und beispielsweise hier bei Barbie noch einen Hafen hinbauen, weil das ja auch eine Erweiterungsstrecke natürlich von Herzberg ist. Und dann könnten wir natürlich von Bredstedt hier einfach dann Brot hier runter liefern und dann nach in die Städte verteilen über eine Hafenlinie. Und hier hängen so viele Städte letzten Endes an diesem Netz. Hier könnte man noch Eberbach anschließen. Wir könnten über die Schiffsroute hier noch Wasungen anschließen. Wir Tengen anschließen. Auch das könnten wir alles mit dieser Brotlinie tun, indem wir hier einen großen Verteiler aufbauen, wo die Schiffe abfahren. Also quasi die fährt einmal, ein Schiff fährt mal nach Barbie. Von Barbie fährt es dann beispielsweise nach Eberbach weiter. Dann fährt es zurück nach Herzberg. Und von dort aus fährt es dann weiter nach Wasungen und nach Tengen beispielsweise. Also da könnte man zwei Städte anschließen. Da braucht man natürlich mehr Schiffe, aber es ginge theoretisch. Was ziemlich cool ist, weil wenn das funktioniert, schaut das auch geil aus dann. Das schaut auch irgendwie episch aus hier. Hm? Also ich meine, das Blöde an der Sache ist, dass das Wasser so durchsichtig ist. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Können wir das von außen? Sieht man den See auch ein bisschen? Brennweite vielleicht ein bisschen anders einstellen. Ja, den Winkel meine ich natürlich. Nochmal ein Foto machen. Schön. Okay. Ja, also das wären alles so Möglichkeiten, die wir hätten. Aber momentan, wie gesagt, die nächste Baustelle, die wir haben, ist unsere neue Linie in Betrieb nehmen. Da sollten vielleicht auch zwei Züge drauf gehen. Also wir sollten da deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Weil, also hier sehe ich zwei Züge als Minimum an. Das könnten wir dann mit dem irgendwann verbinden, aber da bauen wir uns dann die schönen Züge zusammen. Vielleicht nehmen wir sogar erstmal für einen Zug mehr in die Hand, weil hier oben wäre ja auch theoretisch genug Leute, also genug Kapazität da, um das dann nach unten weiterzubringen. Also hier könnten ja auch 200, 300 Leute mitfahren, wenn wir nur 50% hätten. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und die will ich auch haben, meine Lieben. Also das muss ich schon sagen, das ist schon drin, glaube ich. Guti, aber das ist jetzt diese Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir beim nächsten Mal hier noch ein bisschen mehr Liebe haben. Weil dann werden wir wahrscheinlich, ich denke mal Ende der nächsten, Anfang der übernächsten Folge, werden wir die neue Linie aufbauen. Ich denke, das ist realistisch. Und ich glaube, das könnte diese ganzen Geschichten hier, diese Stadt, beide Städte richtig pushen. Wenn man das ordentlich macht. Das ist die Voraussetzung. Momentan liegen hier ein bisschen viele Brötchen rum. Da müssen wir mal schauen, ob wir die nicht abtransportieren. Wobei ich glaube nicht, dass Tottenau so viel mehr Brötchen packt. Die sind schon, glaube ich, ziemlich am Limit. Das ist gefährlich, die so weit hoch zu pushen. Die sind auch fast am Limit. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns das nicht um die Ohren fliegt. Machen wir nächste Folge, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin, wirklich danke fürs Zugucken. Habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.